Ja, wie bereits angekündigt, wollen wir heute Abend Neuerungen bekannt geben, auch im Hinblick unserer ProWin Jugendakademie. Wir haben uns jetzt 2 Jahre in der Akademie bewegt und wollen jetzt den nächsten Schritt gehen. Nächster Schritt heißt für uns, wir haben jetzt im Juni einen neuen Vertrag unterschrieben der Schulkooperation mit der Grundschule Wiesbach. Gehen jetzt in das 2. Jahr, wo unsere Trainer in der Grundschule jeweils einmal wöchentlich Fußballtraining unterrichten. Erfolg liegt schon vor. Die Schulleitung ist sehr zufrieden mit der ganzen Kooperation und in diesem Jahr gab es jetzt zum Abschluss auch den 2. Platz bei der Saarlandmeisterschaften. Dort wollen wir jetzt weitermachen in dem Bereich. Des Weiteren haben wir ein neues Projekt gestartet. Es gliedert sich in verschiedene Teile. Einmal unsere medizinische Abteilung hat jetzt auch in der Jugendabteilung begonnen mit sogenannten Leistungstests. Ab der C-, B- und A-Jugend sind die bereits durchgeführt. Federführung bei uns ist dann in der medizinischen Abteilung Dr. Thomas Johannes, der das Ganze geplant hat und auch durchgeführt mit Benny Seewald als Physio, Freddy Appel als Physio und Michael Groß als Athletiktrainer. Die Ergebnisse liegen schon vor. Dr. Johannes gibt die entsprechend ein, wertet die aus und danach werden auch die Trainingsprogramme entsprechend gestaltet für die Jugendspieler. Das ist ein nächster Schritt für uns und in der Entwicklung ein weiterer Schritt. Des Weiteren beabsichtigen wir jetzt nach den Sommerferien mit einem Talentfördertraining zu beginnen in der Akademie. Dieses Angebot ist zusätzlich. Das heißt, zusätzlich zum normalen Training wollen wir ein Training anbieten, das unter Federführung von Christian Eckert, werden wir gleich nochmal vorstellen, geführt und durchgeführt wird, auch mit weiteren Trainern aus unserer Jugendabteilung. Dieses Angebot ist zusätzlich. Das heißt, wir wollen talentierte Jugendspieler fördern in der Entwicklung mit allen Konsequenzen. Das heißt auch, die Eltern wollen wir ins Boot nehmen. Nächste Woche am Donnerstag, 11. August, 18.30 Uhr, wollen wir alle Eltern hier ins Clubheim einladen, um das Konzept im Detail dort vorzustellen und danach dann im ersten Woche September das als ein freiwilliges und kostenloses Probetraining zur Verfügung stellen und danach September, Oktober, November das Ganze auch in der Echtphase durchführen. Wie gesagt, Christian Eckert, ehemaliger Profi bei Borussia Dortmund, Schalke 04 in Saarbrücken und in Elversberg, konnten wir für dieses Projekt gewinnen, der ganz aktuell auch jetzt mittlerweile mit Trainerschein frisch ausgestattet ist und erste Schritte schon bei uns in der Jugendabteilung durchgeführt hat im Jugendtraining. Und das kann man ja vielleicht ganz kurz aus seiner Sicht auch noch selbst erläutern. Christian. Ja, wie du schon sagst, also ich bin sehr großer Jugendförderer und überall in jeder Station, wo ich war, hatte ich bisher immer die Jugend beobachtet. Und da ich hier aus der Nähe komme mittlerweile, heimisch geworden bin, habe ich dieses Angebot auch wahrnehmen können. Deswegen wollte ich mich nochmal bei dir und Dirk auch bedanken, dass das alles so gut geklappt hat, um die Jugend hier in der Region auch dementsprechend zu fördern. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt wieder einer der Bausteine, wie wir sie kontinuierlich aufbauen wollen. Wir haben, als wir begonnen haben, vor 2 Jahren eigentlich in der Jugendarbeit fast bei null angefangen. Mittlerweile sind wir von F-Minis hoch bis zur A-Jugend durchgehend besetzt, haben die einige Erfolge schon vorzuweisen und wollen kontinuierlich in dieser Arbeit weitergehen. Das ist ein weiterer Schritt, wie gesagt, dieses Talentfördertraining. Des Weiteren haben wir mittlerweile einen Vertrag mit der ProSoc-Akademie, beziehungsweise ProSoc-Akademie. Das heißt, hier geht es darum, ein Sportstipendium in den USA für talentierte Spieler im Alter von 16 bis 22 Jahren anzubieten. Das ist ein großer Schritt. Ein Stipendium in den USA für 4 Jahre kostet etwa 80.000 Euro. Und wir können mit dieser Firma ProSoc Akademie talentierte Spieler dorthin bringen. Das ist das Ziel. Talentierte Sportler, wie gesagt, sind 16 und 22 Jahre, mit Abitur ausgestattet. Schulische Voraussetzungen müssen dann vorliegen. Und wir versuchen dann alles über die Akademie, diese jungen Spieler zum Stipendium zu bringen. Das ist ein weiterer großer Schritt. Des Weiteren ist es uns auch gelungen, jetzt nach der letzten Mitgliederversammlung einen neuen Mitarbeiter im Vorstand zu gewinnen. Und zwar ist es Benny Berg, der bis zur letzten Saison bei uns die 2. Mannschaft trainiert hat, dort den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat und jetzt mit seiner Kompetenz bei uns im Vorstand mitarbeitet, und zwar auch im Sportvorstand, und ist dort zuständig für den gesamten Übergang von der Jugend in den aktiven Bereich und insbesondere auch hauptverantwortlich dann somit auch für die A-Jugend und 2. Mannschaft.
Das ist ein nächster Baustein, den wir schließen wollten in der Gesamtkonzeption des Vereins. Und damit sind wir auch wieder einen Schritt weiter und wollen, wie ich schon erwähnt habe, kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Vereins arbeiten. Und diese ganzen Dinge, die wir jetzt vorgestellt haben, werden dazu dienen und hoffentlich uns auch den nächsten Schritt weiterbringen. Ja. Ja, Herr Müller, vielleicht können wir noch ganz kurz erklären, wie sieht so ein Talentfördertraining aus, in welcher Altersstufe, wie sieht es aus? Genau. Kann da jeder teilnehmen, werden da Spieler von euch ausgewählt? Sind das nur Spieler bei euch aus dem Verein oder wie soll das genau aussehen? Das soll so aussehen, dass wir zunächst alle Eltern einladen, die Interesse daran haben, an diesem Gespräch. Das soll nicht nur für Spieler unseres Vereins sein, sondern für jeden Spieler, der da Interesse hat. Das soll gegliedert werden in verschiedene Altersgruppen, einmal bis zur U13, also sprich bis zur C-Jugend und dann hoch von C, B und A-Jugend wieder in zwei große Blöcke. Dort können wir dann die Spieler anmelden und die werden dann, wie gesagt, in kleinen Gruppen durch Christian Eckert und seinem Team entsprechend trainiert. Dort wollen wir dann erkennen, zunächst mal auf freiwilliger Basis, die Eltern werden die Kinder anmelden können bei uns im Verein und dann wird das Training durchgeführt. Ziel ist es natürlich, sehr gute Talente noch weiter zu fördern. Also deshalb nochmal, es ist ein zusätzliches Angebot zum normalen Training, soll zusätzlich angeboten werden. Und deshalb brauchen wir auch die Eltern im Boot, dass sie sagen, okay, dazu sind wir bereit. Wir werden mit den Eltern auch absprechen, weil alles können wir nicht in dem Bereich auch dann kostenlos gestalten. Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir auch die Eltern im Boot, ob sie bereit sind, das finanziell auch mit zu unterstützen. Ähnlich wie Trainingslager durchgeführt werden. Wir haben ja gute Erfahrungen jetzt mit dem Ostercamp, das wir jetzt schon 3 Jahre durchführen, wo die Eltern auch über 3 Tage ihre Kinder ins Camp bringen. Die werden dort durch die Trainer trainiert. Hier soll allerdings noch spezieller auf die jeweils einzelnen Jugendspieler die Beachtung finden und die sollen entsprechend dann trainiert werden. Christian, vielleicht kannst du noch mehr Ausführungen zum speziellen zum Training dann noch machen. Ja klar, also das Training wird halt in 2, 3 Bereiche noch gegliedert, dass wir am Anfang Athletik noch einbauen, Gehirnentfaltungstraining, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, dieses Live-Kinetik oder so, sowas werden wir einbauen, dass die Jungs einfach auch nochmal andere Faktoren bekommen im Training und anschließend gehen wir halt in den Technikbereich über und später machen wir dann dieses Positionsspezifische, dass die Jungs auch wissen, was mache ich aus meiner Position, was habe ich da zu tun, was sind meine Aufgaben. Und ja, dementsprechend wird das auch gegliedert dann. Okay. Machst du auch eine Jugendmannschaft? Nee, ich mache keine Jugendmannschaft. Nee. Aber dein Sohn spielt in der Fußball, ne? Genau, das ist richtig. Der spielt hier in der Jugend. Okay. Aber der wird jetzt mit dem Fördertraining an sich jetzt nichts zu tun haben. Okay. Also kam der Kontakt auch ein bisschen zustande, oder? Es war ganz, ganz witzig eigentlich beim Fußballlehrgang oder so. Beim Trainerlehrgang habe ich den Helmut kennengelernt. Und dann kam das wirklich erstmal über die Jugend zustande, dass wir ins Gespräch kamen. Ja. Okay. Und wenn du schon mal hier sitzt, jetzt Kontakt dazu verein, das ist auch möglich, wenn wir dich hier mal in der Oberliga sehen, oder hast du jetzt ein bisschen zu weit gedacht? Da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Sprich mich an. Okay. Mal schauen, zuerst mal soll die Kids gut fördern und dann schauen wir mal zukunftsorientiert. Also im Moment ist für uns nochmal ganz wichtig, dieser Baustein in der Jugendakademie wollen wir absolut jetzt weiter nach vorn bringen, ohne großen Druck, sondern einfach sagen, wir wollen die Talente fördern, wir wollen unsere gesamte Jugendabteilung weiterentwickeln und wir junge Spieler von kleinst auf, ja, sprich von Mini an hoch, durchgehend sehr gut fördern und trainieren. Und wir haben eine tolle Kooperation mit dem SV Harbach. Das ist mittlerweile so eingespielt, das läuft hervorragend. Die Trainer in dem Bereich sind genau so hervorragende. Ich kann jetzt zum Beispiel Markus Kasubke, der die F-Jugend, die Minis trainiert hat, jetzt im nächsten Jahr die F-Jugend. Wir gehen dann in die nächste Saison mit 32 F-Jugendspielern, die ein enormes Potenzial mitbringen. Und da haben wir die Philosophie und die Idee, diese Jungs von diesem Jahrgang F-Jugend hoch durchgehend auf Jahre hinaus zu fördern, bis hoch zum A-Jugendalter und in aktiven Alter. Das sind große Ziele, die wollen wir einfach umsetzen. Die Jungs bringen alles mit, wir haben hochmotivierte Trainer und die Eltern ziehen mit und das wollen wir umsetzen. Das ist unser Ziel. Und hoffentlich gelingt es dann auf Jahre hinaus, immer wieder junge Spieler in den aktiven Bereich rüberzubringen. Natürlich wollen wir auch einen Aufstieg realisieren in der Jugendmannschaft. Je höher die Jungs spielen in den Klassen, umso besser können sie sich auch entwickeln, das ist klar. Und diese Programme, die wir hier mit der medizinischen Abteilung, Leistungstest, Fördertraining, Talenteförderung, all die Dinge spielen eine große Rolle und die wollen wir konsequent umsetzen. Beim
mich noch interessieren würde, wie kann man sich so einen Leistungstest vorstellen? Ist das so ein klassischer Kuba-Test in Anführungszeichen? Ja, nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Das ist einerseits im Athletiktraining, das ist Koordination, das ist, man kann testen, wie ist die Bauchmuskulatur, wie ist die Rückenmuskulatur, die Beinmuskulatur, die Dinge, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, all die Dinge werden in solchem Test festgelegt. Das entspricht etwa 10, 12 Stationen, die Jungs durchlaufen müssen, und wird jede Station exakt gemessen. Exakt gemessen. Diese Messdaten werden, mussten die Eltern ja auch einwilligen, sonst kann der Doktor das ja nicht machen. Johannes Thomas ist gesagt, unser Vereinsarzt, als Orthopäde, der gibt diese Daten auch in computermäßig ein, wertet die aus und kann dann sofort uns auch in der Folge sagen, dort müssen wir ansetzen im Training, sprich Beweglichkeit, sprich Koordination, sprich Kraft, Schnelligkeit. Diese Dinge, um also ganz körperliche Ausbildung für einen Jugendspieler zu bilden. Für die Technik und so weiter sind dann die Trainer verantwortlich, aber diesen drumherum, diesen körperlichen Bereich kann man mit diesen Tests hervorragend messen und auch auswerten. Das ist für die Trainer auch wichtig, dass du Ansätze hast, dass du siehst, so sind die jetzt, so sind die in 3 Monaten und so sind die im halben Jahr. Mhm, dass du immer wieder weißt, Verbesserungen, woran du arbeiten kannst. Mhm. Die Jungs dann auch selbst. Klar. Mhm. Weiß ja. Man ja bei Spielern auch oft. Also jetzt in dem Amateur- und im Jugendbereich. Ne? Nee, klar. Deswegen finde ich die Sache auch ganz gut, dass Wiesbach sich da professionell aufstellt mittlerweile. Und ja, ich freue mich schon wirklich, wenn es losgeht. Wann geht's los? Wie gesagt, jetzt nächste Woche Gespräch mit den Eltern, danach dann erste Woche September, also direkt nach den Ferien, eine Woche dieses Kennenlerntraining und praktisch kostenloses Schnuppertraining, und danach wollen wir ein 3-Monats-Programm schnüren, September, Oktober, November, um das Woche für Woche entsprechend dann mit den Kids durchzuführen. Das ist das Ziel. Noch weitere Fragen?